Ja, willkommen. Ihr seid jetzt bei Flowcamper. Wir sind eine kleine Manufaktur aus Hagen und wir haben uns darauf spezialisiert, Fahrzeuge in Echtholzmöbel zu bauen, sowohl im kleinen Bereich T6 und Vito, wie auch im Sprinterbereich. Das kleine Modell heißt Frida oder Kasper und jetzt seht ihr den Max. Ja, der Max hat zwei besondere Sachen. Einmal der Echtholzmöbelbau, der auf einem klassischen Grundriss basiert, aber trotz alledem einige sehr pfiffige Details hat, die den Lebensraum im Fahrzeug deutlich vergrößern. Gucken wir uns gleich an. Und zweitens liegt auch ein anderes technisches Konzept unter dem Fahrzeug, weil wir sind nicht unbedingt Anhänger von Hightech. Das heißt, wir versuchen mit einfacheren Lösungen, als es normalerweise im Markt üblich ist, genau so einen Komfortlevel zu erreichen. Ein gutes Beispiel hier bei Max ist die Standheizung. Wir verzichten ganz bewusst auf Kombiheizungen oder ähnliche Dinge, die eben, wenn die Heizung auf Reisen ausfällt, eigentlich gleich das Ende der Reise bedeutet. Wir lösen das Ganze hier mit zwei ganz simplen Diese Luftheizung und auch ganz bewusst zwei, sollte davon doch auch mal eine ausfallen, geht meine Reise weiter. Und die Heizungen sind aber sehr ungewöhnlich eingesetzt. Die Luftführungen der Heizungen sind so, dass sie die Aufgaben, die eine Kombiheizung sonst ausführt, eben auch vollbringen können. Sprich, die eine Heizung macht warmes Wasser über einen ganz simplen Wärmetauscher, sie beheizt den Stauraum. Sie beheizt auf dem Weg nach hier vorne zu den Ausströmern auch noch die Duschwanne. Das ist eine Edelstahl-Duschwanne, die nie kaputt geht und sich eben auch beheizen lässt. Und die zweite Heizung hier unter den Sitzen beheizt den Luftraum der Nasszelle. Die kann optional das Schlafdach beheizen und sie beheizt hier unten den Boden. Also das heißt, wir haben eine Luftführung im Boden, sodass diese Luftheizung auch noch eine Fußbodenheizung generiert. Das heißt, wir kommen mit dieser simplen Technik auf dem Komfortlevel an, wie es mit Hightech-Heizungen auch der Fall ist, aber eben viel einfacher und viel ausfallsicherer. Ja, jetzt zu den Details, den ungewöhnlichen Details des Grundrisses. Man sieht schon, hier ist sehr viel Platz, um ins Bett und aus dem Bett rauszukommen. Also hier kann man sich auch gut durchaus mal zu zweit begegnen. Und das liegt daran, dass wir die Nasszelle sehr stark eingeschrumpft haben. Das Ganze hat zwei Gründe. Einmal der Einsatz von einer Trockentrenntoilette und der Verzicht auf eine Wasserführung in diese Seite. Das heißt, um hier Toilette oder Dusche zu benutzen, klappe ich hier auf. Der Raum öffnet sich. Ich habe hier eine Trockentrenntoilette und ich stehe jetzt schon in der Dusche. Das heißt, wenn ich jetzt die Toilette oder die Dusche benutzen möchte, dann kann ich diesen Raum noch weiter verschließen. Und zwar ist das Ganze hier noch eine Schiebewand. Und aus den jeweiligen Wänden kommen noch die Türen. So, mit diesen beiden Türen lässt sich der Raum dann komplett verschließen, sodass ich einen großen Dusch- und Toilettenraum habe. Das ist aber ein pfiffiges Konzept, muss ich mal sagen. Super. Ja, die Tür ist auch wunderbar als Raumteiler gedacht. Und da oben hängt man dann die Dusche ein. Genau, ne, die kommt von hier vorne. Das heißt, wir haben hier ja auch kein weiteres Waschbecken. Das ist das einzige Waschbecken im Fahrzeug. Und Soll ich dir mal was sagen? Ich habe keine Ahnung, warum die meistens ein zweites Waschbecken einbauen. wir auch nicht. Wir auch nicht. Hier ist eben jetzt auch wieder ein kleiner Trick verbaut. So zum Spülen funktioniert das ganz gut. Ja. Zum Zähneputzen wäre es jetzt so ein bisschen eng. Deswegen lässt sich das Spülbecken nochmal nach vorne ziehen und verriegeln, sodass eben dann auch das Zähneputzen hier vernünftig klappt. Okay, Action. So, wir verzichten komplett auf Chemietoiletten aus Umweltgründen und auch tatsächlich, um den Reisekomfort und die Entsorgungsrhythmen zu vergrößern und zu verbessern. Das heißt, hier ist eine Trockentrenntoilette verbaut. Das heißt, hier wird durch die Trennung von flüssig und fest im Prinzip die Stinkerei vermieden. So komme ich hin zu Wechselintervallen oder Entsorgungsintervallen von bis zu 3 Wochen. Und vor allem ist das Entsorgen viel einfacher als die
Chemiefäkalien? Das ist ja auch das, was viele total unterschätzen, dass man einfach von der Toilette total abhängig ist, was freistehen und so weiter ganz angeht. Genau, ganz ja. genau. Das ist an sich ein Absurdum an sich, weil ich habe die Toilette eigentlich im Auto, um autark zu sein, ja. muss aber dann am Ende doch wieder meine Route so planen, dass ich immer wieder entsorgen kann und eigentlich wieder gezwungen bin, auf Campingplätze oder Stellplätze zu fahren. Es ist an sich unlogisch. Eigentlich so alle 2-3 Tage, ne? Richtig, genau. Und hier mit den großen Trockentrenntoiletten kann ich eben so bis zu 2-3 Wochen, je nachdem wie intensiv die Toilette genutzt wird, ja. Kann ich reisen, ne? Und bevor ich mich dann wieder ums Entsorgen kümmern muss. Perfekt. Also hier im Küchenbereich haben wir auch nochmal eine Besonderheit, weil ich hatte es ja eingangs gesagt, es war uns sehr wichtig, viel Lebensraum im Fahrzeug zu haben. Zum einen eben über den, sag mal, Trick mit der Nasszelle, zum anderen eben mit der Küche. Das heißt, wir haben uns eben bei der Entwicklung des Fahrzeugs genau angeschaut, wie benutze ich eine Küche und was benutze ich wie viel. Da war von Anfang an klar, der Kühlschrank muss sehr griffbereit untergebracht sein, möglichst so, dass ich von drinnen und draußen vernünftig drankomme. Deswegen ganz bewusst hier im Eingangsbereich. Die Wasserversorgung ist auch jederzeit zugänglich, nicht abgedeckt. Das heißt, wenn ich dreckige Hände habe, kann ich zum Spülbecken gehen und mir die Hände waschen. Was wir auf unseren Testfahrten gesehen haben, ist, und wir kochen sehr gerne, aber man kocht auf die Zeit des Tages gesehen sehr wenig. Es sind maximal eine Stunde pro Tag und da war für uns die Entscheidung ganz klar, für die restlichen 23 wollen wir nicht das Auto so blockieren, wie es üblicherweise der Fall ist. Ja, hier haben wir diese kompakte Küche, die... Jetzt kommt irgendwie wieder... Mit dem Mäuschen. Du brauchst ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Kommt ihr immer mit bei der Lieferung? Ja, ja. Also bei der Lieferung nicht, nein, aber auf unseren Reisen ist sie immer dabei. Ja. So, Lupi, geh mal auf deine Decke. Husch, husch, ab mit dir. Okay. Ja, wir haben hier die kompakte Küche, die eben, wenn ich den Kocher nicht benutze, den Eingang freilässt, den wunderschönen Blick, wenn man am See oder in den Bergen steht. Und wenn ich kochen möchte, die wenigen Minuten am Tag, dann bin ich eben in der Lage, hier die Küche auszuziehen, sodass eben hier ein großer Zweifachkocher erscheint. Das ist jetzt die Basisausstattung mit einem Spirituskocher. Es ist aber auch genauso ein zweiflammiger Gaskocher lieferbar. Der ist dann mit einer Gasanlage gekoppelt. So, jetzt habe ich schon eine riesige Küche. Ich habe hier Platz zum Arbeiten. Das Waschbecken ist frei zugänglich. Und wenn ich an den Kühlschrank muss, ist auch das problemlos möglich. Ja, der Spirituskocher hat Vor- und Nachteile, wie das meiste natürlich im Fahrzeugbau. Er ist viel einfacher, er ist super schnell rausnehmbar, sodass ich draußen kochen kann. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Es gibt aber auch einen Nachteil. Wir kochen oder wir backen viel im Omnia. Ja. Und da die Spiritusflamme so ein ganz klein bisschen rußt, habe ich dann immer den Ruß im Brot oder im Auflauf. Ja. Deswegen haben wir tatsächlich in unserem eigenen Fahrzeug mittlerweile einen Gaskocher. Ja, hier gibt es einiges zu entdecken. Ideen, genau. Okay, viele schöne Knöpfe. Ja, hier haben wir im Prinzip die Schaltzentrale hier und hier oben. Das hier ist jetzt die Bedienung der Elektrik im oberen Bereich. Also Licht an aus, USB-Steckdosen an aus, Wasserpumpe, Kühlschrank und der Hauptschalter. Das hier ist ein Umschalter für die Luftführung der Standheizung, denn wenn ich mache ja mit der Standheizung auch warmes Wasser, wenn ich natürlich im Sommer gerne mal warm duschen möchte, aber nicht das Fahrzeug noch weiter aufheizen möchte, dann kann ich hier umschalten, sodass die Warmluft gleich wieder nach unten ausgeleitet wird. 12 Volt Steckdose und 220 Volt Steckdose. Das Fahrzeug hat immer einen Inverter mit 3000 Watt Spitzenleistung. Das gehört zum Lieferumfang immer dazu. Ganz interessant ist auch noch unser Schienensystem, was überall im Fahrzeug verbaut ist, was es mir eben erlaubt, Küchenrollenhalter, Kleiderhaken und jegliche Arten im Fahrzeug aufzuhängen. Die Schienen sind überall im Fahrzeug verteilt. Ja, hab ich schon gesehen, das ist super. So dass ich eben Gardinen, wie gesagt, Kleidung, hier ist prädestiniert eben für Jacken, aber ich kann mir das genauso konfigurieren und jederzeit verändern, wie ich es brauche. Es ist immer nur werkzeuglos ein Klick und ich kann mir im Prinzip die Sachen genau dahin hängen, wo ich sie brauche. Ja, also was viele auch nicht so bedenken ist, zu Anfang denkt man, hier hängt die Jacke am besten, ja, und dann da und ein halbes Jahr später denkt man, was für ein Mist. Ja, und es ist tatsächlich ja sogar auch von Reiseland
Und jahreszeitabhängig. Auch, Ne? Wenn ich genau. im Herbst in Skandinavien bin, dann brauche ich eine Regenjacke und möchte die griffbereit haben. Ne? Und bin ich natürlich im Sommer in Spanien unterwegs, da brauche ich keine Regenjacke, aber da möchte ich mein Strandhandtuch trocknen. Ja. Und das Auto ist begrenzt. Also muss man natürlich zusehen, dass es möglichst variabel ist, ne? Um die Funktionen alle abzudecken. Genau. Du bist aber schon länger unterwegs als Camper, ne? Ja, sozusagen mein halbes Leben, also jetzt über 20 Jahre, viel in Afrika und die Autos immer schon selber gebaut und ja, seit 12 Jahren ist dann aus der Leidenschaft Reisen und Autos bauen Beruf geworden und mittlerweile sind wir 12 Leute, zertifizierter Betrieb, sind Partner von Mercedes und VW. Ja, Ja, da wird aus der Leidenschaft sehr Beruf. sympathisch. Ja, das Fahrzeug ist als 2-, 3- und 4-Sitzer erhältlich. Also hier ist die Sitzplatzanzahl mit Gurten variabel. Das hier ist jetzt die Familienversion mit 4 eingetragenen Sitzplätzen und entsprechend Schlafdach, also Kinderzimmer oben. Das Schöne ist, wir kombinieren das mit einer Leiter, die sehr einfach aufzubauen ist, die während der Fahrt oben im Schlafdach verbleiben kann, also nicht rumfliegt. Und das Schöne ist hier, dass ich die Leiter mit einem Klick aufbaue, sie verriegelt sich von alleine, Toll. ist jetzt standsicher, Ja. sodass ich eben schnell und einfach und sicher ins Obergeschoss komme. Finde ich eine gute Idee. Ja, Dinge, manchmal komplizierte Sachen können ganz einfach sein, wenn man noch mal einmal um die Ecke denkt. Die Rückseite des Fahrzeugs birgt auch noch mal eine Besonderheit. Und zwar gehen wir auch beim Wassersystem etwas andere Wege. Wir verzichten darauf, einen großen Wassertank auch noch möglichst im Auto zu verstecken, dass man gar nicht mehr drankommt. Das ist auch nicht so unser Ding. Wir haben hier zwei herausnehmbare und rollbare Wahnsinn. Wassertanks. Ja, das heißt, wenn ich mit dem Fahrzeug nicht zur Wasserquelle komme, dann kann ich mit meinem Tank zur Wasserquelle gehen. Ich kann einen Tank mit etwas dreckigerem Wasser, wenn ich wirklich gezwungen bin, Wasser zu tanken, muss ich nicht gleich meine kompletten 100 Liter Wasservorrat versauen, sondern kann das ein bisschen aufteilen. Sie lassen sich natürlich perfekt reinigen. Also eigentlich ein Kompromiss zwischen Kanister und Tank, aber eben viel smarter. Pro Tank sind es 50 Liter, sodass ich 100 Liter Wasser im Zugriff habe. Super. Das Bett habt ihr auch eine schöne Da ist eine, Matratze, genau, genau. ist eine dicke Matratze, entsprechend das Froli-System unten drunter, eine vernünftige Unterlüftung in der Platte, Ja. sodass eben hier auch ein langfristig vernünftiger Schlafkomfort gewährleistet ist. Kriegt man ja auch eine Menge rein. Habt ihr unten überall die Airline-Schienen auch? Genau, hier ist auch zur Ladungssicherung sind die Airline-Schienen wieder drin. Hier ist es jetzt so, das können wir uns gleich nochmal von innen angucken. Wir haben hier innen drin noch ein Rako-Regal, was also den Stauraum, also den nutzbaren Stauraum von innen wieder zugänglich macht. Das ist aber natürlich der Kasten, den man jetzt hier sieht, der den Stauraum hinten ein bisschen begrenzt. Aber wie gesagt, dafür bringt er von vorne dann was. Ja. So, hier in dem oberen Bereich hat der Kunde die Wahl zwischen den Schlaufenbrettern und den Oberschränken. In der Serie hat das Fahrzeug erstmal diese Schlaufenbretter und in diese Schlaufen lassen sich jetzt Taschen einsetzen. Das sind jetzt zwei große Taschen. Es gibt hier aber auch in klein oder in halber Höhe, sodass ich eben mir hier noch ja, eine Staustruktur schaffen kann, wie ich das möchte. Auf Wunsch sind aber natürlich genauso auch klassische Oberschränke möglich, entsprechend mit einem Softclose. Warum die Taschen und warum die Oberschränke? Der Kunde hat, wie gesagt, die Wahl. Hier ist ein klassisches Beispiel. Das Fahrzeug ist jetzt so gedacht, dass die Kopfseite auf der Fahrerseite ist. Das heißt, ich habe hier nur ein flaches Obergeschoss sozusagen. Ich habe die weichen Taschen. Das heißt, wenn ich nachts doch mal aufschrecke, schlage ich nicht sofort mit dem Kopf unter die Oberschränke. Und hier haben wir jetzt die tiefen Oberschränke, die es bei uns auch in zwei verschiedenen Tiefen gibt. Das sind jetzt die größeren. Hier stecke ich meine Füße rein. Hier macht es nichts aus, dass ich eben dann eine Holzwand über den Füßen habe. Das heißt, bei euch bestellt man das Fahrzeug eigentlich auf Wunsch. Ja, also das neue Fahrzeug bei uns steht immer auf Mercedes-Sprinter-Basis. In allen Variationen von 110 bis 190 PS mit Allrad, wie der Kunde es möchte. Und dann gibt es eben ja, den Grundausbau. Man kann auch noch wählen, ob Toilette, Dusche oder nicht. Da gibt es drei Ausstattungslinien und dann gibt es sehr viele Module, sage ich mal, die ich dann
wählen kann, um das Fahrzeug sehr stark zu individualisieren. Perfekt. Wo liegen wir denn da preislich? Also der Basispreis geht bei 69.900 Euro los, komplett mit Fahrzeug natürlich. dann kommt es natürlich darauf an, wie stark der rechte Hand zuckt. Also es sind Konfigurationen bis 160.000 Euro möglich. Na ja gut, wenn man ein Allradfahrzeug nimmt, dann ist genau, schon das Fahrzeug so teuer. Ne? Genau. Also, ja. Ne, das sind eben diese zwei Faktoren, die das Auto teurer machen sehr schnell. Das ist einmal die Autarkie mit Solar, mit Lithiumbatterien. Und natürlich dann das Thema Fahrzeug selber, Allrad, Differentialsperren, die dann nachgerüstet werden, Untersetzungsgetriebe, größere Räder. Da ist ja viel machbar und da kann man auch mit wenigen Kreuzen viel Geld vernichten. Die Aufbaubatterie ist wo? Unterm Beifahrersitz? Die gesamte Elektrik sitzt unter den Sitzen der Dinette. Okay. Also nicht nur die Batterien, sondern auch die ganze Elektrik, das ist, wir nehmen ein Gemisch aus Votronic und Victron Komponenten, also auch sehr hochwertige Komponenten. Ja, hier haben wir jetzt noch unsere elektrische Schwenkstufe. Die hat zwei Besonderheiten. Einmal ist es natürlich hier beim Familienmobil sehr schön, dass eben auch kleine Kinder schön ins Auto kommen. Die Trittstufe wird aber auch gerne bei den Offroad-Fahrzeugen verbaut, weil sie tatsächlich die Bodenfreiheit des Fahrzeugs anders als bei diesen großen Trittstufen kaum einschränkt. Ja, ihr seid willkommen auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook, Instagram, auch auf YouTube sind wir vertreten und natürlich gerne auf unserer Webseite www.flowcamper.de und gerne auch live, wenn die Situation sich verändert hat. Wir haben einen schönen Showroom und immer einige Vorführfahrzeuge da. Also herzlich willkommen. Thank you.